Über das neue Spiel UFL gibt es ein neues Video. Zum ersten Mal gibt es Eindrücke, wie an diesem Spiel gearbeitet wird. Und das Thema ist Animation. Denn am 27. Januar wird zum ersten Mal Gameplay gezeigt. Und jetzt scheint UFL schon so ein bisschen die ersten Schritte ranzugehen, das Ganze uns ein bisschen zu zeigen, wie daran gearbeitet wird. Ich zeige euch jetzt dieses Video und danach machen wir wie bei FIFA so eine Analyse und sprechen mal ein bisschen drüber. Also, dranbleiben, jetzt erstmal das Video reinziehen. Ist schon ganz Schnieke. Hi. I'm Cyril. I'm a producer with Strikers Inc., and I've been working on footballers' movement animations. I played football at academy level, but I had to give up on my dream to go professional due to injury. But it didn't stop me from being involved with the game I love, as these days I'm a UFL game producer. We use Unreal Engine, and my main task is to make footballers' moves look natural, providing a truly immersive experience. Hi there, my name is Matvey. I work at Strikers Inc. as a motion capture expert, mainly on the stage. I'm a former pro. I even played a couple of international games for my local club's youth team. My job is more than just physical performance, though. After we film them, the next stage is to work with the captured content in the office. There, I help the development team fine-tune the animations. Together with the game producers, we analyze and highlight the best moments to recapture them later. I understand the process may appear clear and straightforward, but believe me, sometimes we spend many hours capturing the simplest of movements. It helps us to avoid issues while adapting players' moves in-game. Our team has been working on footballer movement animations in UFL for more than 3 years. My main job is to integrate and adjust animations. My experience as a football esports player helps me to notice and tune subtle nuances of the game. Even when the job is done, our team still finds room to improve it and make the final visual results even better. Das ist das Video, liebe Freunde. Und wenn euch das schon mal gefällt, dann sollte man jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Ja, ist nicht, natürlich nicht von mir produziert, aber mal so allgemein. Und ihr gebt einen Daumen nach oben natürlich für dieses Video. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgepickt, aber ich bin mal gespannt, was ihr unter die Kommentare ballern werdet, wo ihr sagt, ja, Dico, finde ich ganz nice oder ja. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgepickt, wo ich sage, wir müssen einfach mal ein bisschen drüber sprechen. So, viele, die bei mir UFL-Video schauen, habe ich jetzt schon festgestellt, sind meistens natürlich die, die auch ein bisschen verärgert sind über FIFA. Die auch schon ein bisschen, sag ich mal, die Schnauze voll haben von FIFA und natürlich hoffen, dass Konkurrenz einfach mal was Geiles rausballert, ja? Das verstehe ich ja auch irgendwie. Man muss eine Sache sagen, egal was UFL machen wird, FIFA bleibt Nummer 1. Das wird nicht vom Thron weggestoßen, das kannst du vergessen. Da kann UFL so gut sein, wie du willst, so viele werden da nicht changen. Also das muss man einfach schon mal sagen. Ein weiterer Punkt ist, man muss sagen, seit 2016 wird an UFL gearbeitet und mein erster Eindruck war, als ich diese Bilder gesehen habe, erstmal cool. Ja, erstmal war cool. Video war toll gemacht und so. Wenn ich mir aber jetzt dieses Studio hier angucke, dann sage ich mir, ui, so hat EA vor 7 Jahren gearbeitet, ja, gefühlt. Wenn man sich mal den Luxus anguckt, den EA eben hat mit dem Motion Capture, was sie in ihrem Studio in Kanada haben, dann ist das schon ein bisschen... Ja, man versucht halt das Beste rauszuholen, sage ich mal höflich. Und EA ist ja mit der Next Gen Generation ja einen neuen Move gegangen, eine neue Revolution mit der Hypermotion Tech. Denn was hier gemacht wird, ja, mit diesen 2 Spielern werden eingescannt, machen die Körperbewegung und machen dann auch so eben zusammenarbeiten. Und das wird alles mit diesen Kameras hier fotografiert, dass man jeden Winkel hat. Das macht ja EA gar nicht mehr seit FIFA 22, denn jetzt gibt es ja die Hypermotion Tech, wo wirklich 11 gegen 11 spielen. Die haben einen bestimmten Anzug an, die ganzen Daten werden so
per WLAN, würde ich jetzt einfach mal so sagen, per Bluetooth oder wegen mit irgendeinem so Signal eben rübergebracht und du hast diese Originaldaten, wie sich ein Spieler verhält. Bei UFL ist es halt wieder das, was auch eFootball zurzeit noch macht, obwohl eFootball hat auch schon wieder das nächste Level, was das angeht. Und zwar, man spielt halt einfach die ganzen Sachen ein, hat hier diese Computersachen, die dann auch nochmal nachdirigiert werden. Das heißt, wir haben hier wieder dieses typische Motion Capture, dass eben, ihr seht hier, die ganze Animation eben voreingespielt wird. Natürlich ist es auch bei FIFA so. Nur wie gesagt, das ist eben lebendiger bei FIFA mit dieser Hyper-Motion Tag. Ich muss aber wiederum sagen, um UFL wieder ein bisschen zu schützen, ich finde, klar, man spürt die Hyper-Motion Tag und die bessere Intelligenz merkt man auf der Next Gen. Man muss aber sagen, ich finde, PlayStation 4 Zocker, die noch nie was mit der PlayStation 5 oder sagen wir mal auch Xbox Zocker, ich will euch nicht vernachlässigen, aber die Old-Gen-Spieler, wenn die noch nie Next-Gen gespielt haben, die merken das gar nicht. Also ich würde es nicht vermissen, ja. Erst wenn man richtig Next-Gen gespielt hat bei FIFA und dann wieder zurückwechselt, dann merkt man, ich würde es doch lieber wieder Next-Gen spielen. Das heißt für mich eigentlich, dass wenn es ein Gameplay gibt von UFL und nicht zwei verschiedene, wie es jetzt bei FIFA ist, dann tut das nicht weh, ja, in diesem Sinne. Und dann ist mir was aufgefallen, wo ich sage, okay, ist das jetzt nur die Animation, dass man da in Ruhe programmieren kann? Oder hat man hier solche Art Frame-Lücken, die früher auch EA hatte? Und dadurch gab es nicht so einen Look von Flüssigkeit, was ja auch bei Hyper-Motion Tag wieder ziemlich cool ist, dass da eine Flüssigkeit in der Bewegung ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so die Darstellung ist, weil das nicht richtig flüssig generiert ist. Aber so in dem Sinne habe ich jetzt ein bisschen den Eindruck, ob das ein flüssiges Bild wird. Ich versuche hier ehrlich gesagt ganz fair zu sein. Jetzt nicht alles schlecht zu reden, aber auch nicht alles gut zu reden, sondern einfach eine Analyse zu machen. Und ich kann jetzt nicht nur, weil ich aktuell auch ein bisschen genervt bin von FIFA, alles schön reden bei UFL. Ja, das wäre auch nicht richtig. Das ist dann, muss man ganz ehrlich sagen. Auch hier diesen Eindruck. Man kann da jetzt noch nicht so viel an Grafik sehen, weil man sieht schon, dass es nicht high-hoch gerendertes Endgame-Spiel ist, was, an was die arbeiten. Ist auch Schwachsinn, kostet ja haufenweise Rechner-Power, brauchst du ja nicht. Aber auch mal hier zu gucken, wie jetzt an der Unreal Engine oder mit der Unreal Engine gearbeitet wird, finde ich schon recht spannend, ganz ehrlich. Hier, ich habe überlegt, ob das irgend so ein Spoiler sein könnte an einem Team oder an irgendwas, was da vielleicht mitmacht. Das hätte ich auch mal sehr interessant gefunden. Aber auch hier, ihr seht das hier, ne, wie das mal aussieht mit diesen ganzen Armen und Händen, wie man das Ganze programmieren kann und wie das abläuft, ne. Hier, das Bild habe ich rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, das ist etwas, was wir bei FIFA immer noch haben oder schon lange hatten, es wird schon besser, beziehungsweise eigentlich ist es nur noch zufallsfaktormäßig geworden. Ihr seht hier, dass die komplette Laufbahn des Balles wie ein Film vorprogrammiert ist. Wie er so doppeln soll, wie er sich so bewegen soll, ist komplette vorprogrammiert. Das heißt, du hast nicht komplett die hundertprozentige Macht, meiner Meinung nach, ein Spiel zu spielen. Das ist aber jetzt nichts Neues. Ich finde, EA macht das genauso oder hat es auch immer so gemacht. Die Hyper-Motion Tag und diese neue Ballphysik, die es seit FIFA 21 gibt und so weiter, bringt natürlich mehr diesen Vielfaltigkeit, mehr den Zufallsfaktor rein. Aber ganz ehrlich, wer FIFA 22 spielt und dieses viele Ping-Pong-Gedönsel, was es da gibt und der Ball, wie der manchmal fliegt und was für krasse Eigentore es gibt, da muss ich wieder sagen, es tut nicht weh, auch so vorprogrammierte Linien zu haben. Ihr kennt das doch, wenn so Steilpässe in gewissen Situationen spielst bei FIFA und du fragst dich, warum geht der Ball jetzt zu weit und warum kann mein Spieler den nicht kriegen? Das sind auch solche vorprogrammierten Linien, wo ich mich manchmal frage, warum werden die so scheiße programmiert? Weil ganz ehrlich, wenn mein Stürmer normal frei läuft und ich spiele einen Steilpass, dann sollte der eigentlich richtig geil ankommen, durchlaufen und Feierabend. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr jetzt nachvollziehen könnt bei FIFA, an welchen Stellen ich das meine, wann die Steilpässe sinnlos sind. Ich weiß es ganz genau. In Streams sage ich ganz oft, ach, ich Idiot, den X-Pass machen soll und nicht Steilpass. Ja, das ist mal interessant hier auch zu beobachten. Ich finde es, ich will eine Sache sagen, EA hat auch schon so Videos veröffentlicht. Das ist nicht so, dass UFL jetzt offener, kommunikativer ist. EA hat auch schon mal früher solche Videos gemacht. Aber ich finde es trotzdem cool. So, dieses Bild sagt eigentlich nichts über UFL. Ich muss das aber rauspicken. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich fand das so spektakulär.
Es geht ja hier um diesen Tester, Thema E-Sport und mit Feedback und so weiter. Aber Leute, die haben ihr im Studio, falls das Studio ist, es können auch irgendwie Lockdown-mäßig, ach nee, das ist ja, glaube ich, Weißrussland, ne? Die haben nichts mit Lockdown, ich weiß gerade gar nicht. das ist doch eine Schildkröte, oder Leute? Ja, Aquarium mit einer Schildkröte. Täusche ich mich? Das ist doch eine Schildkröte. Ja, geiler Arbeitsraum, muss ich sagen. Oder? Ey, mal ganz ehrlich. So, und auch hier wieder diese Situation. Ich weiß nicht, ob das aus dem Video rauskommt oder aus, weil das jetzt eben die Programmierung ist und da noch nicht alles fertig gerendert. Aber auch hier haben wir wieder diese, ihr seht das hier, diese Doppelframes irgendwie, um eine Bewegung reinzukriegen. Also, da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe jetzt halt hier nur die Bilder rausgepickt. Wir können auch gerne gleich mal flüssiges Material uns nochmal analysieren. Weil ich muss sagen, die Bewegungen sahen alle nicht schlecht aus. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und dieses Bild finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen unscharf ist. Mein Auge täuscht, aber ihr wisst, wir haben zig lang erhofft oder gewünscht, dass EA dynamische Zuschauer macht. Die gibt es jetzt in Next Gen. Und ich habe das Gefühl, die haben auch schon dran gedacht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur täuscht. Also dieses Stadion ist voll. Für mich wirkt es erstmal, es gibt Stehplätze, was es bei FIFA überhaupt nicht gibt. Und hier, keine Ahnung, es sieht für mich aus, als wäre das Stadion nicht voll. Weil es gibt ja bisher nur eine kleine Aufnahme mit Fans. Ansonsten sieht man das Stadion von West Ham United ja immer nur leer in den ersten Eindrücken. Und deswegen finde ich es mal interessant, auch schon mal hier mit den Belichtung und mit Spielern hier auf dem Feld schon mal zu gucken, gefällt mir das Ganze. Ich glaube ja, die Grafik wird so ein bisschen besser sein wie so FIFA 16 oder FIFA 17. Irgendwie sowas in diese Richtung, obwohl, ja, sowas stelle ich mir bei dem Ganzen vor. Und ganz ehrlich, wenn das Gameplay Spaß macht und der Rasen nicht so unangenehm schlecht ist wie bei eFootball, dann habe ich damit kein Problem. Für mich spielt eigentlich das Gameplay eine Rolle. Die Fairness mit dem Matchmaking spielt eine Rolle und der Online-Modus spielt für mich eine Rolle, wie der eben am Ende wird. Das ist für mich ein wichtiger Faktor in der ganzen Geschichte. Wenn ich jetzt also nochmal hier so Videomaterial rauspicke, Leute, und wir uns das ganz nochmal anschauen. Ich guck mal ganz kurz, wo das nochmal war. Hier zum Beispiel. Man sieht einfach mal, es sieht schon ganz cool aus, aber es wirkt halt auf mich. Irgendwo gab es noch Material, was ich kurz mal abrufen wollte. Es wirkt auf mich schon etwas steifer. Also du kannst das einfach nicht mit FIFA vergleichen. Es geht auch nicht. Allein schon die Budgetunterschiede. Aber wenn ich mir das hier angucke, es sieht schon ganz cool aus. Hier auch diese Animation. Guck, ich finde, damit kannst du schon leben. Guck mal hier. Gucken wir uns das nochmal genau an. Guck mal. Ich finde es eigentlich absolut in Ordnung. Ganz ehrlich. Kannst nicht meckern. Also da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid da auch sehr, sehr gespannt. Und ich kann euch schon eine Sache sagen. Am 27. Januar kriegen wir endlich Gameplay-Eindruck und nicht nur das. Ungefähr in diesem Zeitraum wird es auch eine kleine Miniserie auf meinem Kanal geben. Deswegen auf jeden Fall einen Daumen da lassen, beziehungsweise noch besser ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren. Denn ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie damals mein FIFA-Karrierekonzept, was für ein Online-Modus ich gerne in UFL hätte, um richtig Spaß zu haben. Und da baue ich gerade dran und die Miniserie kommt dann ungefähr im selben Zeitraum raus. Also wenn ihr Bock drauf habt, seid auf jeden Fall am Stissel. Ich wünsche euch jetzt was. Macht's gut. Bis dann. Tschü mit verdammte mal Mü.